Yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder ein paar kunterbunte, skurrile Fakten. Bunter, kunte, kurrile Skatten. Was? Egal, mögen die Spiele beginnen. Das möge das Spielvideo beginnen. Im Jahr 1913 wurde ein Kind für 15 Cent per Post verschickt. Von seinen Eltern zu seinen Großeltern. Es war zwar irgendwie 2 oder 3 Meilen, aber what the fuck? Ich stelle mir gerade vor, wie die so ein Kind so in einen Briefumschlag oder in so einen Karton einpacken und so adressieren. Die Masken der Hektivisten von Anonymous stellen Guy Fawkes dar, der im Jahr 1605 versuchte, das britische Parlament in die Luft zu jagen. So ein Frechdachs. Der älteste Mann der Welt war am 19. April 1827 geboren und am 28. Dezember 2012 gestorben. Und damit war er ganze 113 Jahre alt. Wow, Respekt. Das Erdbeben in Chile am 22. Mai 1960 hatte eine Stärke von 9,5. Und somit war es das stärkste Erdbeben. Scheiße. Der größte lebende Mann ist Sultan Kösen mit 2,51 Meter. Außerdem ist er noch der Mann mit den größten Händen. Die sind nämlich 28,5 cm von Handgelenk bis Mittelfingerspitze. Alter, 28 cm, das sind bei mir 10 cm höchstens. Der längste Bart einer lebenden Frau ist 25,5 cm lang und gehört zu Vivian Wehlers. Wow, eine Frau mit 25 cm langen Bart. Wow. Am 27. Mai 2011 zerschlug Ahmed Tafzi beim Rosenfest in Bamberg 43 Melonen in nur einer Minute mit dem Kopf. Au! Habt ihr eigentlich je einen Film gesehen ohne Liebesgeschichte? Also ich irgendwie nicht. Und da gibt es immer diese wunderschönen, wundervollen, herzzerreißenden Küsse. Und der längste Kuss in einer TV-Show ging 3 Minuten und 28 Sekunden lang und wurde am Valentinstag 2013 ausgestrahlt. Also die ganze Folge wurde ausgestrahlt. Der jüngste Spieler bei einer Fußball-EM war Jethro Willems im Alter von 18 Jahren. Die längsten Fingernägel eines Mannes waren die von Sridhar Chilan mit einer Länge von 705 cm. Alter! 705 cm lange Fingernägel. Das sind 7 Meter. Jo, das war's schon wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt doch einen Daumen nach oben oder einen Daumen nach unten. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt mal in die Kommentare, was ich sonst noch so für Videos machen soll. Genau, dann kommt ihr hier zu meinem letzten Faktenvideo, nämlich Fakten über YouTube mit einem kleinen Gast. Okay, ganz so klein war er nicht. Und hier kommt ihr zu meinem letzten Jahr, so ist das Video, nämlich Selfie mit einem Weltstar. Oho. Genau, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.